Sag mal, warum sind wir jetzt in der Ecke? Hä? Wir sind immer in der Ecke. Letztes Mal waren wir doch. Ja, aber da sind doch die ganzen Sachen. Außer, ist das noch ein bisschen zu groß, glaube ich, oder? Hä? Nein, eher größer. Ich würde das komplett nach rechts ballern, weil du bist abgeschnitten. Über die Sachen. Weil die interessieren niemanden. Niemand interessiert, wie viel Hunger wir haben. Weiß ich nicht, Alter. Ja, ich schon. Mach du doch einfach dein Ding, Alter. Ich bin nur Gast. Weiß ich nicht, Max, ey. Aber schicken Pulli hast du an, hör mal. Oh, danke, du auch, Alter. Der war kostenlos, habe ich auf dem Bazar erworben. Nee, hast du gar nicht, Alter. Nee, habe ich auch nicht, aber wollte ich mal so sagen. So, dann herzlich willkommen zurück zu Ark. Oh, Alter. Ja, Max und ich sind wieder am Start. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt sitzen wir wieder hier. Ja, Kalle, warum muss ich ihn immer so lange warten, Alter? Ja, aber kommt Dodo Wars 2, Alter. Ah, nee, Alter. Ich habe doch gerade Stronghold, Alter. Ja, wir hatten jetzt letztes Mal hier uns die beiden Triceratopsies, Alter. Topsy-Pops, haben wir uns reingesaugt hier in den Laden. Ey, dieses Alter, das geht mir momentan echt auf den Sack. Also, ich mag dich echt gerne, Kalle. Aber dieses Alter, weiß ich nicht. Alter. Es haben ganz viele Leute natürlich kommentiert, dass man die Trikes nicht auf dem Kopf betäuben soll, jo, sondern auf dem Body. Jo. Ja. Also wir haben dann auch gelesen, dass wir dumm sind. Ja, Alter. Haben wir verstanden. Alter. Also ich würde vorschlagen. Ja, schlag mal was vor. Wir leveln jetzt, bis wir Flugdino uns machen können. Ah, wann ist Weil das? Erstmal, lass mich mal aus. Ja, okay, beruhig dich, Alter. Alter. So, erstmal kennst du das ja noch nicht. Und zweimal können wir dann hier mal wirklich alles erkunden, weil wir wissen ja eigentlich nichts über diese Welt. Stimmt, also mal drüber fliegen, so ein bisschen moin, so ein bisschen gucken, Alter. Oder Kaffee, Alter, auf dem Dings hier, Alter. Ich glaube, mit Level 35 konnte man den Pteraton-Sattel sich schnitzen. Oh, ich darf ja keinen Kaffee trinken, dann ist das wieder so Henno abgeklaut, Alter. Ja, echt mal, Alter. Wir könnten Stego erzählen, der farmt noch besser. Ja. Hier boxen die sich schon wieder. Echt? Mit unseren Leuten? Nee. Ja, da ist ja ein Stegi. Ja, der hat gerade schon gut auf die Fresse. Alter, der hat den anderen weggeknüppelt, oder? Ja. Ah, den können wir looten, dann. Ja. Feuerball! Nee, ein Feuerstein. Feuerball! Junge! Wir brauchen erstmal eine schicke Einrichtung, finde ich. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wir brauchen ein paar Schränke. So eine Grundausstattung, ne? Ja, wir brauchen Schränke. Oh, ich bin eine Werkbank. Also, du bist gigantisch. Ja, ich bin. Aber ich habe ja keine Ego-Probleme. Für mich geht das klar. Ich bin der Riesen-Henno! Alter, ich sitze gern daran! Ja, was bist denn jetzt so? Sag ich, ich schneide mir erstmal ein paar. Dildo um! Alter, was? Oh Mann, ey, was ist hier los, Alter? Alter! Wollen wir Sterne jetzt trinken oder nicht? Oh, Flop. Bitteschön, der Herr. Danke, ich finde das gut. Oh, das ist so ein Schlopp. So, dann prüfst du. Na, hier ist eine Kiste. Explorer Note. Wo? Zu mir. Alter, genau da. Warte mal. Genau da. Siehst du meine Hand, Alter? Mach auf die Büchse. Der Pandora. Ich kann nicht ran, du bist ja dran. Ach so, jetzt. Geh doch mal nah ran. Ja, ha. Geil, Entry 6, Alter. Alter! Frauen und Bier stößt man nur von unten. Ja, wir können auch mal hier oben rumnuckeln, ist mir egal, Alter. Das sind irgendwelche 16-Jährigen in den Kommentaren, die von ihren Ü60-Vatern gehört haben, wie man Bier anstoßen soll. Schmeckt echt gar nicht mal so schlecht. Ja, ist auch ungerechtfertigtes Meme, Alter. Ich muss auch mal sagen, immer dieses Rumgehacke auf was eine Plörre dir und Billigbier. Ja, ja, ja. So hier, was eine Plörre hier und ich trinke nur das. Wieso Hooligans für ihre Biermarken? Ja, das ist echt dabei, mir auch schon aufgefallen. Dabei geht's hier jetzt nicht um irgendwie. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Einen ultra wesentlichen Geschmacksunterschied zwischen irgendwelchen Pilzsorten ist ja jetzt wohl. Also, ist ja jetzt nicht so. Dass ich jetzt hier Sterni trinke und sage, boah, das schmeckt ja wirklich, ist ja ein Weltenunterschied zu Warsteiner oder so, oder? Ja. Also, ganz ehrlich, man kann sich auch anstellen. Und dann irgendwie, Oettinger ist mein Lieblingsbeispiel. Ich trigger richtig gern die Leute auf Twitter, wenn ich über Ötti hier und da rede, weil da gehen irgendwie alle übel steil. Übel steil, so Oettinger, dieses Plörreboy. Aber ich sag euch jetzt mal was. Ich sag euch jetzt mal die Wahrheit. Oettinger ist
verrufen, weil es so billig ist. Aber es ist so billig, nicht weil es low quality ist. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht low quality. Es ist so billig, weil die gar nichts, null in Marketing stecken. Was passiert hier? Bist du es auch? Ja. Techno-Mucker? Ja. Hier ist eine Gore-Party, Alter. Was war das? Ja, das war die Erkenntnis jetzt für die gesamte Zuschauerschaft über Oettinger. Ja, aber krank. Dreh dich mal bitte um. Bitte. Mann, nicht. Wir sind Mosquitos, Alter. Mosquitos? Du bist ja nackt. Ja, weil die mich weg. Aua, jetzt boxt du. Ja, hey. Mach doch mal bitte weg. Jo, jetzt hast du dich zu mir gelockt. Ja, danke. Ich hol mal eben meine Leiche. Du Arschloch. Oh, nochmal. Ah, belohnt. Aber es ist auch scheißegal, welches Bier man trinkt, weil immer gibt es irgendwelche Leute, die dann rumheulen. Ja, also ich würde schon sagen, mein Vater oder generell die Herren innerhalb meiner Familie sind schon, also keine Säufer, aber Biergenießer. So, da wird schon immer lecker Bier getrunken. Ja. Natürlich immer in Maßen, aber ist halt so nice. Die finden Bier auch nice. So. Also die trinken auch sowas wie Herke, Alter. Das ist halt das übelste regionale Plürbräu aus Peine. Kennst du Peine? Ja, meine Oma kommt daher tatsächlich. Na, süße. Ja. Ich hab mir gerade am Nippel gejuckt, ey. Wunderbar. Nackt sehe ich echt geil aus, muss ich sagen. Also, ich hab jetzt schon gut aufgepumpt. Ich hab jetzt schon 6 Level gemacht. In der kurzen Zeit. Ich hab auch echt einiges schon hinter mich gemacht. Was hatten wir jetzt gesagt? Bewegungsgeschwindigkeit, was hast du gesagt? Ich durch die Nase gezogen. Kennt Gewicht mach ich auch nochmal. Komm, 200. Nochmal. Ist 200 Gewicht nicht zu wenig, Alter? So, wir Gamer haben ja so um die 5% weibliche Zuschauer, ne? Bei dir ist null ab jetzt. Nee, Alter. Die finden das auch gut. Nee, die finden das auch gut. So, wollen wir hier so Ordnung machen oder scheißen wir da drauf? Nö, wir machen hier auf pragmatisch, Alter. Was heißt das? Dass man halt das einfach so macht. Wie es am besten funktioniert. Nicht schön, aber praktisch. Ja, pragmatisch halt. Lass mal einen neuen Trend machen, dass man, wenn man cool ist, so wie die coolen oben. Kids, das oben macht. Ja. Schön am Halse. Ich muss aber. Wie bei den Frauen, da schließt man. Nee. Nagel. BVB-Fans. Doppelklang. Ein inhaltliches Szenario. Rein in die Olga. Rein inhaltlich ist hier noch nicht so viel passiert. Paschiert? Aber wir können ja, jetzt mal... Kennst du ja Paschulke? Nee. Ich gehe jetzt hier mal ein paar... Nicht? Warte mal. Jetzt, nee, jetzt hörst du mal zu. Ich muss jetzt Herr hier wirklich Paschulke? Mal... Paschulke? Wie heißt auf Kika dieses Gymnasium, was immer lief? Schloss Einstein. Oder? Ja, weil da hieß der Hausmeister Herr Paschulke. Ja, er hier. Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Ja. Herr Paschulke, ja klar. Von Schloss Einstein. Ja, das war immer so einer, der hat zu den Kids gestanden. Ja. Der hat auch immer geholfen, wenn nur der Mann ist ja war. Ist ja oftmals so Lehrer gegen Schüler. Ja. Aber ja. Der Herr Paschulke war, der war ein verständnisvoller. Ja, gehe ich voll mit. Ich bin bei dir, Alter. Es wird nichts passieren in dieser Folge, ich sag's dir jetzt schon. Aber ist auch mal schön. Ich mach hier Feuer. Wo sind deine Mörser und Stößel, Alter? Ja, hier hinter der Tür direkt. Davon machst du am besten direkt 3 Stück. Mörsers? Ja. Weil dann lässt du parallel durchballern. Ich würde jetzt anfangen, so unser Haus langsam in Stein umzuwandeln. Gerne. Nicht mal tragen wir meinen Merch. Hättest du ihn mitgebracht, hätte ich ihn jetzt vielleicht schon an. Ach nö, Partnerlook ist mehr belohnt. Wow! Oh! Hier geht's wieder ab hier! Überfall! Ja, ich bin dabei. So, ich will Alter. Jetzt hier ein paar Öfen, Alter. Haben wir noch ein bisschen... Und ich will was zu saufen. Alter, so ein Steinofen kostet ganz schön viel Stein. Genau. Ich mach jetzt einen Bogen und damit schieße ich dich ab. Nee, mach das mal nicht. Ich hab schon einen Bogen. Bogenschießen finde ich in Videospielen übel geil. Und es gibt nur ein Game, wo ich das Bogenschießen noch geiler finde als in Ark. Weil ich finde, das sieht geil aus. Man bekommt richtig das Gefühl, okay, der spannt hier eine Sehne. Hm. Mach mal. Und das Bogenschießen fühlt sich hier einfach mega geil an. Vor allem der wackelt dann so, weißt du? Ja, und auch... wie der Bogen aussieht und so. Es gibt nur ein Game, wo ich das vielleicht sogar noch geiler finde. Red Dead Redemption 2. Nein. Ach so. Skyrim. Das habe ich nie gespielt. Du hast kein Skyrim gespielt, Alter! Ja, wirklich. Hast du jetzt einen Ofen? Ja, hier auch. Nummer 1. Nummer 2. Eine Werkbank. Warum ja, wir machen deine Werkbank. Jetzt beruhigst du dich mal. Ich beruhige mich. Ich bin noch nackt. Ich bin so richtig. Ja, komm, let's Conan go. Gerade. Oh. Ohne der Barbar. Alter, der hat mich weggebombt. Alter! Öl! Epic! Hier, ich drop dir. Zack, guck dir das mal an, den Lachs.
Ja. Du musst erstmal einen Sperrkopf. Ah, danke. Das ist einfach zur Seite gegangen, ne? Jo. So, wo hättest du denn gern? Ich mach mal hier. Überall. Wie viel brauchen wir denn? Schön an eine Wand, bitte. Ich scheiße erstmal. Oh, ich. Gut. Ja, das war's erstmal wieder mit der Folge Ark, meine Damen und Herren. Jetzt hör mal auf, ey! Wenn euch das gefällt, was wir hier machen und was generell auf diesem Kanal passiert, dann abonniert gerne Kalle und Hand of Blood. Ne? In deinem Video steht ja auch ganz oft jetzt immer so ganz versteckt, dass man Hand of Blood abonnieren soll. Anyway, nein, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann gehen wir. Alter, was soll das denn? Wieso hast du mich getötet?